Ich darf heute einführen in den Vortrag von Nicola zum Thema Balkonkraftwerke bzw. in Babyschritten Richtung Solarpunk. Das heißt, es sind wahrscheinlich wirklich Babyschritte. Ich freue mich, dass du das uns gleich erzählen wirst. Du hast nämlich seit Anfang des Jahres auch ein Balkonkraftwerk. Und ja, ich bin gespannt, was du uns erzählst, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Und du hast mir auch vorhin schon gesagt, alle Menschen hier im Raum sollten spätestens nach diesem Vortrag ein eigenes Balkonkraftwerk sofort an den Balkon hängen oder auf die Terrasse stellen. Also wer von euch hat einen Balkon zu Hause? Wer davon hat schon ein Kraftwerk am Balkon? Okay, alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, ab morgen werdet ihr eins haben, ich verspreche es euch. Viel Spaß beim Vortrag. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin Nicola, ich bin hier im Entropia schon eine Weile aktiv, mache da auch ein bisschen die Finanzen und hier auch bei der Veranstaltung, deswegen muss ich gerade vertreten werden als wichtiger Mensch. Aber es war mir wichtig, dass es ist mir sowieso immer wichtig, dass wenn ich was Neues lerne und mich da in ein Thema einarbeite, dass ich dieses Wissen, insbesondere wenn es gerade noch frisch ist, dann auch an die Menschen, unter die Menschen bringe. Und ich finde das auch ein sehr wichtiges Thema. Und zwar geht es mir um die sogenannten Balkonkraftwerke. Jetzt wurde das schon ein bisschen vorweggenommen. Wer hat denn gar keine Ahnung, was ein Balkonkraftwerk ist? Also fand das irgendwie nur lustig und hat sich reingesetzt. Ja, okay, immerhin. Sehr gut. Eine Person hat sich gemeldet. Wer hat denn mit, also wir haben vorhin schon gesehen, ein, zwei Leute. Wer hat einen schon Balkonkraftwerk bei sich zu Hause stehen? Ja, ihr seid eigentlich hier falsch, aber haltet ruhig die Hand hoch, weil die Leute um euch herum, die nicht die Hand gehoben haben, wissen dann, an wen sie sich wenden können, wenn sie halt eine lustige Frage haben, ob es sich lohnt, ob es schön ist, ob es aufwendig war und so weiter und so fort. Ich werde natürlich auch versuchen, genau diese Fragen hier zu beantworten. Wer hat denn schon mit dem Gedanken gespielt, sich ein Balkonkraftwerk zuzulegen? Na, so mit die Hälfte hätte ich jetzt hier von hier geschätzt. Na gut. Genau, also dann fangen wir an. Ich werde euch erstmal ein bisschen erzählen, warum ich hier stehe. Ja, so ein bisschen eingeleitet habe ich schon. Dann werden wir ein bisschen so in die Technik reingehen. Aufbau, Funktion, Betrieb. Allerdings, das sage ich jetzt schon, ich werde nicht tief in die Technik gehen, weil mir geht es jetzt nicht um die Technik oder weniger um die Technik, sondern vielmehr darum, euch zu begeistern, euch zu motivieren und euch eure potenziellen Ängste oder Fragen halt, also die Ängste zu nehmen und die Fragen zu beantworten. Gestern gab es einen Vortrag, das wurde auch gerade erwähnt, von Björn heißt der, glaube ich. Es wurde hoffentlich aufgezeichnet. Ja, also wenn ihr dann aus meinem Vortrag rauskommt und technische Fragen habt, die Expertise gibt es, ist vorhanden, ist vor Ort und es gibt die Aufzeichnung vom Vortrag. Dann ist natürlich immer die Frage, ob sich das lohnt, ja, und wie sehr sich das lohnt. Aber also für mich, ich sehe das so, es gibt ein chinesisches Sprichwort, was in meinen Augen sehr gut passt, das sagt: Der beste Zeitpunkt, um einen Obstbaum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt dafür ist heute. Und genau so sehe ich das, aber das werden wir später auch nochmal weiter im Detail sehen. Naja, genau, und ob sich das lohnt, das sehen wir dann. Und was könnt ihr dann machen? Ja, also wenn ich euch dann hoffentlich überzeugt habe in einer halben, dreiviertel Stunde, gucken wir mal rein, wie könnt ihr es dann umsetzen, wie könnt ihr es angehen? Und dann auch ein bisschen einen kleinen Ausblick. Ich halte hier den Vortrag auf Deutsch, weil ich jetzt erstmal hier und euch erreichen will und hier Leute in Deutschland, weil natürlich meine Erfahrung und mein Wissen bezieht sich jetzt natürlich auf die Gesetze, Regelungen, die Preislage und so weiter, alles, wie es in Deutschland ist. Ja, und deswegen normalerweise versuche ich noch ein noch größeres Publikum zu erreichen, aber jetzt geht es mir auch hier um Deutschland. Das heißt, wenn ihr in der Schweiz und Österreich lebt, werden wahrscheinlich viele Sachen auch nochmal einen Ticken anders sein. So, ja, warum stehe ich hier? Ja, das Motto der GPN ist ja Cheap Alternatives. Und das Motto stand so in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto wird über alternative Ansätze und Lösungen für die technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart nachgedacht.
Genau, und eben meine Absicht ist halt tatsächlich, dass mehr Photovoltaikanlagen installiert werden. Ja, und ich verfolge immer in der Lokalpresse und in den Gemeinschaften, in denen ich mich so bewege, wenn halt irgendwie eine große Anlage, eine kleine Anlage auf der Mensa oder auf dem Parkhaus oder sonst wo. Das ist super toll. Ich habe leider nicht die Energie und die Kapazitäten, mich in so einer Initiative mit einzubeziehen. Und deswegen fange ich halt bei den Babyschritten an, ja, und mache mir halt meine kleine Anlage bei mir und hoffe, dass ich dann bei euch auch bald eine sehen werde. Ich will euch zeigen, dass es halt günstig ist, dass es einfach ist und dass es halt machbar ist. Und dann kann jeder hoffentlich einen durchaus zugegebenermaßen kleinen, aber immerhin einen Beitrag leisten, um halt die Welt ein bisschen besser zu machen. Natürlich gibt es auch eine, für wen der Idealismus jetzt zu viel ist, es gibt natürlich auch die kapitalistische Ansicht, ja, wenn man halt Geld sparen kann, wenn man halt Strom bei sich erzeugt, dann muss man halt nicht, ja, kann man halt sich ein bisschen Geld sparen. Ich fand auch diese Idee von Solarpunk ganz toll. Ja, das ist Solarpunk leitet sich von dem literarischen Genre Steampunk, was vielleicht ein bisschen bekannter ist. Bei Steampunk ist meistens immer alles so dunkel und düster und so ein bisschen so Industrialisierung, und Solarpunk sagt sich, nein, wir wollen offen und schön und das ist alles hell und grün und Solar ist unsere Antwort auf unsere Bedürfnisse an Energie. Und genau daraus hat sich halt eben auch diese Bewegung ergeben, dass man diese Fiktion erreichen will. Man will eine optimistische, nachhaltige Zukunft, wo Natur und Gemeinschaft in Einklang leben und auf erneuerbare Energie basierend. Und Punk ist halt, also bei Solarpunk, das Punk ist, soll halt auch diese Gegenkultur und diesen Postkapitalismus auch darstellen. Genau, so, und eben, ich bin der Meinung, dass jeder von euch ein Balkonkraftwerk braucht. Aber ein Balkonkraft was? Ja, soll man sich da ein Kraftwerk auf dem Balkon machen? Ja, das ist halt tatsächlich ein sehr irreführender Name. Ja, es gibt sehr viele offizielle Namen. Der gängige offizielle Name ist eine Plug-in-Photovoltaikanlage, umgangssprachlich Balkonkraftwerk. Ja, wenn man halt irgendwie cooler sich anhören will, wenn man zu Freunden oder Familie da sagen will, ja, ich baue mir halt einen Kernfusionskollektor auf dem Dach. Ja, wir haben ja einen Kernfusionsreaktor, wir brauchen keinen erfinden, der ist halt im Himmel und den können wir halt ausnutzen. Andere Worte dafür sind Mini-Solar, dass ihr es mal gehört habt. Ja, also nicht, dass ihr die auswendig kennen müsst. Netzgekoppelte Photovoltaikanlage, Mini-Solaranlage, Plug and Save, ja, da ist wieder dieses Finanzielle mit drin. Steckersolargeräte, Steckersolarmodule und der VDE, der Verein der Deutschen Ingenieure, nennt das Stecker, das habe ich gestern erst gelesen, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, steckerfertige Mini-Energieerzeugungsanlage. Okay, Kraftwerk ist falsch, aber das ist jetzt auch ein bisschen sperrig, nämlich fragt, aber es ist tatsächlich eben kein Kraftwerk, sondern eher ein Kollektor. So, dieser Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus Solarpanelen, meistens zwei. Das hat mit der Dimensionierung und den Grenzen, die gelten, zu tun und halt einen Wechselrichter, den man halt relativ simpel, oder das ist auch die Absicht, eben mit einem Schuko-Stecker idealerweise direkt an eine Steckdose stecken kann. Man muss dann nicht irgendwie neu verkabeln, dies oder jenes, sondern es ist wirklich einfach gehalten. Es ist eine sehr kleine Anlage, es ist keine Inselanlage, also wenn der Strom ausfällt, habt ihr leider nichts davon. Ja, das ist halt so die Einschränkung von diesem kleinen System. Deswegen halt eben dieses Netzgekoppelte, was wir vorhin schon mal ab und zu mal gehört haben. Und genau, es ist halt klein, es gibt Begrenzungen, aber dadurch ist halt vieles andere einfacher. Ja, so ein bisschen eine Kompromisslösung. Wenn man natürlich, und das ist auch für euch, wenn ihr ein großes Dach habt oder eine große Fläche und ihr wollt euch was Größeres aufbauen, super, noch besser als ein Balkonkraftwerk. Allerdings, das ist nicht der Fokus dieses Vortrags, weil da ist die Zielgruppe halt deutlich geringer und ich wollte jetzt erstmal eine große Menschenmenge erreichen. Ja, wie sieht sowas aus, die Technik? Ja, da musste ich nicht groß viele Folien machen, ja. Es sind drei Elemente, es sind die Solarmodule, es ist ein Wechselrichter und dann der Stecker. Das war's, ja. Und so eine Solarzelle, ich habe mir hier was aus Wikipedia rauskopiert, eine Solarzelle, fachsprachlich auch photovoltaische Zelle genannt, ist ein elektrisches Bauelement, das die Strahlungsenergie,
in der Regel Sonnenlicht, direkt in elektrische Energie umwandelt. Und Photovoltaik, das ist das Prinzip, was verwendet wird. Unter Photovoltaik versteht man die direkte Umwandlung von Lichtenergie, meist aus Sonnenlicht, mittels Solarzellen in elektrische Energie. Also wie ihr seht, ja, also ich werde jetzt nicht auf die physikalischen Grundlagen eingehen, nur es ist halt nicht viel dran. Es wird, die Sonne wird direkt in Energie umgewandelt, in Strom. So, wenn man sich das dann irgendwo hinstellt und aufbaut und ansteckt und alles richtig verkabelt hat, dann hat man so ein, kann man das so ein bisschen schematisch darstellen, das sieht dann so aus. Und ihr seht, wir haben halt die Verbraucher auf der unteren Seite. Wir haben unseren Stromzähler, der halt zum Stromnetz geht. Und dazwischen irgendwo ist halt eben dieses Ding eingeklemmt. Ja, und wenn man links den Normalfall hat, also der Normalfall im Sinne von diese zwei Paneele, das könnt ihr euch sicher denken, die decken in den meisten Fällen nicht euer Gesamtverbrauch ab. Ja, das heißt, da kommt einmal die Energie, die grüne Energie von oben, von den Paneelen, und die blaue aus dem Netz. Und die ergänzen sich und die Verbraucher verbrauchen das. Und wenn jetzt irgendwie die Verbraucher abgeschaltet sind, dann, weil halt irgendwie, keine Ahnung, gerade keine Waschmaschine läuft und gerade kein Herd an ist, dann die Sonne scheint, Strom wird erzeugt, dann wird es halt einfach ins Netz geleitet. Der Fall, der jetzt gerade mir auffällt, nicht abgedeckt ist, ist, wenn gerade die Sonne nicht scheint oder zum Beispiel nachts oder wenn es verschattet ist, dass dann natürlich ganz normal, wie üblich, der Strom einfach nur der blaue Fall da wäre und ihr halt deswegen mehr vom Anbieter. Aber weil sich der Strom eben der kürzesten Pfad aussucht, ist dieser linke Fall, das Grüne wird erst verbraucht, weil das ist der kürzere Pfad, der schnellere Pfad, sehr vereinfacht ausgedrückt, und nur das, was fehlt, wird dann vom Netzbetreiber geholt. Eine Großanlage funktioniert anders, ja, da muss man ein bisschen das abgrenzen, habe ich vorhin schon erwähnt. Eine Inselanlage funktioniert auch anders. Bei einer Inselanlage könnte ich diesen Strich hier unten, diesen blauen, auch kappen, oder der ist gekappt. Ja. Ein Gartenhäuschen ist ein Beispiel oder ein Camper ist ein anderes Beispiel. Ja, da hat man halt eben nicht diese Verbindung zum Netz. Genau, aber wir sprechen, also so sieht das halt mit einem Balkonkraftwerk aus. Und weil halt hier, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, weil halt hier der Strom da im unteren Teil, weiß nicht, ja, das sieht man wahrscheinlich nicht, ich erzähle es mal, damit es auch für das Publikum zu Hause, da in dem unteren Teil, ihr seht, dass Strom zum Netz in beide Richtungen fließt. Und deswegen, könnt ihr schon mal das Stichwort holen, benötigt man einen Zwei-Richtungszähler, wenn man sowas betreiben will. Aber alles easy, erzähle ich noch mehr. Wie komme ich denn dazu? Entschuldigung, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals. Also ich will eigentlich schon seit letztem Jahr, ich habe einen Balkon, der guckt so halbwegs Richtung Süden, ich will eigentlich schon seit letztem Jahr sowas haben. Irgendwann so im späten Frühjahr hatte ich dann auch gesagt, okay, ich habe den Willen, ich habe den Platz, ich habe auch das Kleingeld. Habe halt so geguckt, was die Preise sind, habe halt angefangen, so in den Foren, in den Angebotspreisen ein bisschen rumzusurfen, habe dann gesehen, dass natürlich vor dem Sommer ist es teurer als nach dem Sommer. Ja, im Januar 2023 ist dann die Mehrwertsteuer auf null gesenkt worden für solche Anlagen, für den Privatgebrauch nur, aber ist ja bei uns in der Regel. Und dann war im Februar plötzlich ein so gutes Schnäppchen, der auch noch hier in Karlsruhe war, dass ich halt nicht mehr mich zurückhalten konnte, habe es halt gekauft. Und seit Februar, ja, Februar ist jetzt auch nicht der sonnigste Monat, aber es war mir egal, das war ein super Angebot, und dann habe ich es aufgebaut und reingemacht. Natürlich fehlt da noch ein bisschen an Bürokratie, ja, das erzähle ich euch auch, aber also ich weiß nicht, wenn ich so im Netz lese, dann hört sich das so an, als ob das ein Riesenmonster sein. Ja, natürlich ist es ein bisschen nervig, muss man sich zwei, drei Accounts klicken, da einen Zettel ausfüllen, aber es ist jetzt auch nicht die Welt. Genau, und jetzt frage ich euch mal, jetzt habe ich gesagt, die Preise sinken und das ist immer günstiger, was denkt ihr denn? Also so sieht es bei mir dann aus, ja, ich habe einen schönen Ausblick und ich habe da diese Dinger, die derzeit noch da einfach stehen, aber die Halterung ist schon geplant und noch nicht montiert. Das soll dann ans Geländer, aber der Winkel ist ungefähr gleich und ist einfach nur 3 Meter weiter nach rechts. Was denkt ihr denn, was sowas kostet? Habt ihr eine Idee? Was schätzt ihr denn? Genau, 500 Euro ist so der aktuelle Preis, wo sich das einpendelt. Also wenn ihr ein gutes Angebot habt, dann ist es so 400 bis 500, also ein richtig gutes Angebot.
es gibt auch durchaus Gründe, warum man was Teureres haben will, ja. Aber so, also ich habe tatsächlich im Februar 470 gezahlt, 35 Euro für ein Kabel. Und ich habe jetzt mehr Geld als mir recht ist für die Halterung ans Gelände ausgegeben, weil ich mir das selber ausgedacht habe. Das war wahrscheinlich keine gute Idee, aber es ist dann wenigstens so, wie ich es haben will. Aber ich sage jetzt mal so für, wenn man aufrundet, unter 600 Euro auf jeden Fall. Da kriegt ihr eine gute Anlage mit guten Komponenten, die auch zukunftsfähig sind. Und ja, das ist nicht wenig. Ich denke, ich war lange Zeit Student. Ja, damals war für mich 600 Euro war viel Geld. Aber im Großen und Ganzen, im Frühjahr letzten Jahres war die Grenze so 1.000. Da dachte ich, ich muss 1.000 Euro ausgeben. Dann war es im Herbst 800 und dann habe ich am Ende 500 ausgegeben. Das ist ja schon machbar. Genau, und dann war ich so glücklich, dass ich dann, ja, ich habe es hier reingemacht, weil dann kann ich sagen, habe ich mich erinnert, wann das war, nämlich 20. Februar. Ja, habe gleich mal auf dem Astrodon angegeben, dass ich jetzt erstmal da habe. Ja, das ist, Bild rechts ist leider ein bisschen abgeschnitten. Das ist halt die so eine Steckdose, die Strom misst. Und da die nur misst, wann Strom fließt, misst die dann auch natürlich, wann Strom eingespeist wird. Und man sieht, dass es halt so bei 400-500 Watt Grad in dem Moment war, als das Screenshot kam. Ist man natürlich ganz stolz, man wird auch danach süchtig, immer zu gucken, oh, wie viel produziere ich jetzt. Aber so ganz der Trendsetter bin ich nicht, weil wenn dann Lidl und eine Woche später dann Aldi in ihren Papierprospekten für Supermarktabholung von Balkonkraftwerken werben, dann ist man wahrscheinlich doch nicht der Trendsetter, sondern eher im Mainstream. Aber ihr seht hier auch, ich bin wieder zurück beim Lidl, das ist jetzt nur mit einem Panel 200 Euro. Ja, und da ist eigentlich alles dabei, ob die Balkonhalterung jetzt bei jedem passt, einmal dahingestellt, stelle ich jetzt mal in Frage. Aber es ist alles dabei und man hat halt für 200 Euro schon mal ein Panel. Oder man geht halt zum Aldi, oder ich will jetzt nicht sagen, dass es das die beste Technik ist, aber so einfach, dass man eine Größenordnung hat, ja, 4,69, alles dabei. Ja, keine langen Gedanken machen. Die technischen Komponenten, ja, die dazugehören, ja, vielleicht kommt jemand das Bild bekannt vor, weil es ist halt, ich hatte gedacht, oh, dann will ich das zeigen und jenes und dieses. Ich dachte, ja, aber nee, eigentlich, es gibt halt einfach keine mehr Komponenten. Eine Sache ist geschummelt, zwischen Wechselrichter und Solarmodul ist noch ein zweites Kabel. Die Stecker sind halt, also es ist halt nicht keine Rocket Science, keine Rocket Surgery, die Stecker sind halt untypisch. Ja, und deswegen wollte ich die mal zeigen. Ja, die Solarpaneele sind in der Regel mit diesen MC4-Steckern angeschlossen. Das ist irgendwie schon länger ein Standard, ja, das ist ein bisschen wettergeschützt. Das ist Gleichstrom, für den Wechselstrom gibt es den Batteriestecker und den WLAN-Stecker. WLAN habt ihr vielleicht im Zusammenhang mit Balkonkraftwerken gehört. Komme ich später auch nochmal drauf ein. Das ist für Wechselstrom. Das ist für den Anschluss zu Hause. Irgendjemand meinte, ich habe irgendein Forum gelesen, ja, Battery ist chinesisch für WLAN. Ich habe lange nicht verstanden. Ich habe verstanden, aber meinte, ah, okay, wahrscheinlich ist Battery der chinesische Klon von diesem deutsch patentierten WLAN-Stecker. Genau, aber das sind halt so, nachdem man diese fünf Worte gehört hat, hat man alles, was man über die Technik wissen muss, schon gehört. Ja, der Wechselrichter nennt sich auch Mikrowechselrichter. Was habe ich hier stehen? Ja, ich habe mir viele Notizen gemacht, und dann habe ich mir drunter geschrieben, ja, aber das will doch gar nicht so tief reingehen. Ja, wir können, wenn ihr Fragen habt, konkrete, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich habe hier am Ende auch noch ein paar Ressourcen, die richtig gut sind. Aber ja, von der Technik, da ist nicht viel. Es gibt trotzdem ein paar Leute, die einen Strich durch die Rechnung machen oder machen wollen. Eins ist der schon genannte VDE, weil die sagen meistens ist immer nein. Aber die sagen ja nicht nein, weil die böse sind. Sie sagen ja nein, weil sie um Sicherheit bemüht sind. Ja? Und jetzt ist es so, dass der Gesetzgeber selber nicht definieren will oder kann oder es einfach sagt, nee, ich will kein Gesetz machen, mit was es erlaubt und was nicht. Die sagen, der VDE berät uns ja und die haben ja selber Empfehlungen, wir nehmen einfach das. Die Sache ist halt, der VDE kann ja Empfehlungen aussprechen, aber die sind ja, also das kann man ja nicht enforcen, weil der VDE ist ja nicht irgendwie ein Gesetzgeber. Deswegen ist da so ein bisschen immer, wenn der VDE eine Empfehlung ausgibt, kommt dann die Polizei, wenn man es nicht einhält, kommt dann die Polizei und es gibt Ärger und gibt einen Strafzettel, ja, salopp gesagt.
Aber prinzipiell ist es halt schon der Rahmen, der aktuell in Deutschland gilt. Der ist von dieser Empfehlung vom VDE da festgelegt und der sagt zum Beispiel, die Bagatellgrenze, also bevor es dann wirklich als Großanlage oder als Kraftwerk oder als sonst was zählt, die Bagatellgrenze liegt bei 600 Watt. Und deswegen liest man immer diese Kappung bei 600 Watt. Dafür gibt es im Gegenzug eine vereinfachte Anmeldung und Betriebssetzung. Und die Empfehlung vom VDE ist ein Anschluss ans Heimnetz, ans Stromnetz über diesen WLAN-Stecker. Sie empfehlen auch die Installation durch eine Fachkraft und sie setzen voraus, dass dieser Zwei-Wege-Zähler, den hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, installiert ist. Das mit dem WLAN-Stecker, das ist irgendwie ganz interessant. Na, das mache ich nachher bei der Sicherheit, glaube ich, nochmal. Also dieser WLAN-Stecker, warum der jetzt plötzlich so wichtig ist, das erzähle ich euch in ein paar Folien nochmal. Lustigerweise kam dann, wie gesagt, ich war dann irgendwie in diesen ganzen Foren aktiv, habe da verfolgt, habe da mitgelesen. Und im Januar 23, glaube ich, ganz am Anfang Januars, kam der VDE mit einer neuen Empfehlung, wo sie gesagt haben, ach so, ja nee, also eigentlich können wir die Grenze auf 800 Watt setzen und das mit dem WLAN-Stecker, auf das wir seit Jahren bestehen, ja, das kann ruhig Schuko sein und die Anmeldung sollte noch einfacher sein und wieso denn Zwei-Wege-Zähler, dann soll halt der Zähler rückwärts laufen. Und alle in dieser Community, die sich halt wirklich jahrelang gesagt haben, ach Mist, jetzt ist dieser blöde VDE, der grenzt mich so ein, haben sie plötzlich komplett unerwartet einfach sehr viele Sachen nochmal vereinfachen. Und deswegen sind ganz viele Leute, die sagen, ja, wie cool, jetzt kann ich endlich mal mehr machen und mich ein bisschen austoben, in Anführungszeichen. Das mit dem Zwei-Wege-Zähler, das ist deswegen interessant, weil ich zeige euch nachher, was es da noch Optionen gibt, aber die Frage ist ja, was passiert denn mit dem überschüssigen Strom? Ich habe euch ja gezeigt, dass der Strom unter Umständen wieder ins Netz geht, wenn ihr den nicht verbraucht. Und bei den ganz alten Zählern, den Ferraris-Zählern, das ist das mit dieser Drehscheibe, kennt ihr wahrscheinlich vielleicht, wenn es dann in die andere Richtung dreht, wenn dann der Strom in die andere Richtung fließt, dann würde das Ding in die andere Richtung drehen. Ist ja erstmal nicht verkehrt, da geht auch nichts kaputt. Nur zum einen wird dann halt Strom eingespeist, ohne dass jemand was weiß. Und der Zähler läuft rückwärts. Das heißt, aber ihr habt ja meistens keinen Vertrag, dass ihr euren Strom an die Stadtwerke und zum vollen Preis in Klammern verkauft. Und deswegen habt ihr keinen Vertrag, ihr verkauft aber trotzdem den Strom und das wäre halt eine Erschleichung der Leistung und das ist verboten. Die einfache Variante, die einfache Lösung wäre einfach eine Rücklaufsperre reinzumachen, ja, dass wenn der Strom zurückfließt, der Strom darf fließen, aber der Zähler dreht nicht rückwärts. Ja, das ist ja wie beim Tacho, ja, wenn ihr rückwärts fahrt und dann der Tacho rückwärts geht, kann man vor dem Autoverkauf dann rückwärts fahren ganz lange und dann hat man ein viel, viel wertigeres Auto. Das soll ja nicht so sein. Und der Zwei-Wege-Zähler, der ist dann ein bisschen die advancedere Variante, der misst halt einfach, es sind eigentlich zwei Zähler in einem, weil der misst einmal, wie viel geht in die eine Richtung und auf der anderen Seite, wie viel geht in die andere Richtung. Genau, aber das ist halt so ein bisschen die Geschichte zu diesem Zwei-Wege-Zähler und warum das überhaupt ein Problem ist, wenn man halt diesen Zähler nicht hat. Ja, genau, Bürokratie. Als erstes der Netzbetreiber, ja, hätte ich vielleicht schon vorher die Folie aufmachen sollen. Man muss sich halt anmelden, man muss halt die Anlage anmelden. Man kann die nicht einfach so betreiben, man hängt ja schließlich an deren Netz und wenn an deren Netz plötzlich ein neuer Erzeuger, also dass sie Verbraucher haben, sehen sie ein, aber wenn ein neuer Erzeuger ist, ja, wenn ich jetzt mein AKW zu Hause anschließe oder mein Balkonkraftwerk oder was auch immer, dann wollen die das wissen. Ja, die haben ja auch, also die Netzbetreiber haben ja auch eine Pflicht, also die Aufgabe eigentlich, dieses Stromnetz immer auf einen bestimmten Pegel und der Verbrauch muss ja mit dem Bedarf gedeckt sein. Ja, also es sind ganz, ganz komplexe Themen, die dahinter stecken. Aber deswegen wollen die halt wissen, wer könnte da irgendwie Strom einspeisen. Das hat auch natürlich Sicherheitsgründe, wenn die dann merken, oh, da ist irgendwie auf dem Verteiler ist plötzlich irgendwas schief, woher kommt dieser Strom? Aber das ist eigentlich ganz einfach. In Karlsruhe machen das die Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe. Da schreibt man so ein paar Sachen rein, schickt es ab und dann kriegt man deine ID von deiner Anlage. Wenn du das hast, bevor wir darüber gehen, habe ich hier noch. Das sind die Zähler, ja, wie gesagt, das habe ich versprochen. Ganz links ist dieser klassische Ferraris-Zähler mit dieser Drehscheibe. Das zweite ist die digitale Version von dem linken. Ob die jetzt eine Rücklaufsperre hat oder nicht, kann ich euch nicht sagen, das sieht man leider nicht.
Das dritte ist ein Zwei-Wege-Zähler und das rechte ist mein Zwei-Wege-Zähler oder unser, von unserem Haushalt. Und durch, also ich hatte den, das im zweiten Jahr, ich dachte, das sei so moderner digital, das kann sicher alles. Und dann hieß es, ja, nee, aber das ist kein Zwei-Wege-Zähler, war mir gar nicht klar. Ich habe da angerufen, weil sie sind verpflichtet, wenn Bedarf besteht und wenn ich eine PV-Anlage anmelde und da anschließe, dann besteht Bedarf, das kostenlos zu tauschen. Der Jahrespreis, der auch über die Stromrechnung, also jeder zahlt Miete für diese Geräte, es ist in der Stromrechnung irgendwo ganz unten, ganz tief drin, aber wir reden hier von 8 bis 10 € pro Jahr. Und ich glaube, mein Preis ist jetzt gestiegen von 8,56 Euro auf 10,12 Euro pro Jahr, weil ich jetzt diesen cooleren Zähler habe. Aber der Einbau selbst, der ist bei mir. Ich weiß nicht, ob ich Glück hatte, ob sie in Karlsruhe besonders toll war oder ob sie das damit zu tun hatte, dass die Stadtwerke in der Straße gerade Arbeiten gemacht haben und den Bauarbeitern war langweilig. Innerhalb von 2 Tagen war das bei mir installiert. So, eine Sache, die kann ich jetzt zu diesem Zusammenhang, zwei Richtungszähler, dies und jenes, also ich weiß auch, wie viel ich jetzt einspeise ins Netz, aber ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja keinen Vertrag mit den Stadtwerken, dass ich denen meinen erzeugten Strom verkaufe. Tatsächlich ist in dieser vereinfachten Anmeldung, ich kriege keine Vergütung. Also ich schenke den überproduzierten Strom, den ich selber verbrate, schenke ich der Allgemeinheit. Da kann man sich jetzt entweder drüber ärgern, weil man halt irgendwie noch diese 20 Cent mehr im Tag, pro Woche, im Monat nicht sparen kann. Ich sehe es ja so, ja gut, ich bin schon Nutznießer von dieser Anlage und wenn ich zu viel produziere, sollt ihr davon profitieren. Also wenn die Preise sinken, ich bin ein Teil davon. Ich bin mit der Grund, warum der mehr Strom produziert wird. Und das könnt ihr auch sein. Ja, aber wie gesagt, es gibt keine Vergütung. Jetzt haben wir das angemeldet, ja, diesen Zettel haben wir gesehen. Ich habe eine Nummer gekriegt, zugewiesen bekommen. Die Bundesnetzagentur will wissen, dass ich ein Marktteilnehmer bin. Ja, sagt mir, dass wir deutsche Bürokratie sind, ohne das zu sagen. Ja, Marktstammdatenregister. Ja, es gibt einen Strommarkt, Deutschland, europaweit, weltweit, beinahe ununterbrochen. Und ich mit meiner kleinen, popligen 2 Paneelen bin ein Marktteilnehmer in diesem Strommarkt, in diesem globalen Strommarkt. Wie gesagt, die Anmeldung ist sehr easy, aber sie muss halt gemacht werden. Das war auch harmlos. Ja? Also man muss sich da erstmal, das ist der obere Teil, ich bin der Marktteilnehmer und ich als Marktteilnehmer habe x-tausend Kraftwerke, also genau eins. Und meine kleine Photovoltaikanlage, die habe ich registriert und bin stolzer Teilnehmer am Strommarkt. Ja, das sind dann so die Daten, die Eckdaten von meiner Anlage. Es ist ein bisschen Bürokratie, aber nicht so umständlich. Wer noch einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist der Vermieter. Ja, wenn man einen Vermieter hat. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch, von uns, einen Vermieter oder eine Vermieterin haben. Es ist so, dass der Vermieter kann halt sagen, das gefällt mir nicht oder das darf da nicht hängen. Was der Vermieter aber nicht sagen kann oder nicht entscheiden oder beeinflussen kann, ist, was auf meiner gemieteten Fläche ist. Ja, jetzt könnt ihr euch, wenn ihr zurückdenkt an das Bild, da wo die Paneele bei mir stehen, das ist meine Fläche, weil ich miete ja den Balkon und da steht es drauf und da kann ich machen, was ich will. Und ob ich da mit meiner Katze streichel oder im Sommer halt ein kaltes Getränk trinke oder halt da eben diese Dinger hinstelle, da kann mir kein Vermieter was sagen. Wenn ich es ans Geländer hänge oder an eine Wand, die nicht zu meiner Wohnung gehört oder aufs Dach, ich zahle ja keine Miete fürs Dach, da kann, darf der Vermieter was dagegen haben. Es gibt viele Vermieter, die wahrscheinlich erstmal dagegen sind aus Prinzip. Muss man halt vielleicht mal mit denen sprechen, denen das schmackhaft machen, denen das erklären. Vielleicht sogar, wenn man schon ins Gespräch kommt, sagen, hey, wieso machen wir nicht die ganze Hausgemeinschaft, das ganze Dach und nicht nur ich mit den 2 Paneele aufs Dach hängen. Ja? Da muss man ein bisschen Feingefühl zeigen, aber das ist tatsächlich so, die kann tatsächlich irgendwie schieflaufen. So, Sicherheit habe ich schon gesagt. Ja, dann sagen die Leute, oh ja, aber das ist ja ganz gefährlich, weil wenn am Ende meiner Anlage die stromerzeugende Schuko-Stecker rauskommt mit meinen 2 Kontakten, das ist ja ganz gefährlich, weil da kann ich die anfassen und da ist ja Strom drauf. Ja, nein, ist es nicht, weil
erst wenn ich das reinstecke und Strom fließt zum Mikrowechselrichter, der Wechselrichter sagt so, ah, okay, ich muss mich ja, also der Wechselrichter muss sich ja an die Netzfrequenz anpassen. Und erst dann fängt er an, langsam das Strom von den Solarpanelen ins Netz einzuspeisen. Das heißt, solange das Ding nicht Kontakt hat, ist da auch kein Strom drauf und keine Spannung. Das heißt, ich verstehe, woher die Angst kommt, aber das ist unberechtigt. 600 Watt ist viel zu viel und 800 noch viel mehr. Ja, ist es. Auf der anderen Seite, alle Länder rund um Deutschland, also gerade insbesondere Frankreich und Italien und Österreich, die haben eh schon 800 Watt mit dem entsprechenden, was sie halt haben. Also die haben ja meistens kein Schuko, aber halt was Vergleichbares. Und da ist auch noch keine Stadt abgefackelt, weil da jemand so ein Balkonkraftwerk hat. Die Solarpaneele liefern Gleichstrom, ja, jede Batterie auch. Und naja, also so unendlich viel ist es nicht. Und ja, man muss natürlich, diese MC4-Stecker, die ich vorhin gezeigt habe, die sind ja genau gegen sowas abgesichert. Ja, und das ist ja auch, was habe ich euch vorhin versprochen, mit dem WLAN-Stecker, das ist ja genau die Absicht gewesen, dass dieser WLAN-Stecker auch der Stecker nochmal isoliert ist, dass man halt eben nicht dran fassen kann. Ja, aber ich meine, natürlich muss man halt ein bisschen mit Bedacht an die Sache rangehen, aber also ich sehe diese Angst, die sehe ich nicht. Und dann kommt jemand und sagt so, ja, aber was ist, wenn das Kabel beschädigt ist? Ich so, ja, dann haben wir ein Problem. Wenn das Kabel von meinem Toaster oder von meinem Föhn beschädigt ist, habe ich genauso ein Problem. Und so ein Induktionskochfeld mit einem beschädigten Kabel, der zieht halt deutlich mehr, als mein Balkonkraftwerk jemals erzeugen werden kann. Eine Gefahr, die ich dann tatsächlich doch sehe, ist, wenn es am Geländer hängt oder auf dem Dach und es ist nicht richtig eingebaut, kann es halt runterfallen. Ja, genauso kann dein Topf runterfallen, das tut genauso weh aus dem vierten Stock. Ich empfehle jeden sowieso, und wenn man sich so eine Anlage aufs Dach stellt oder irgendwohin, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, und dann ist man da ja auch wieder, also will man trotzdem niemanden verletzen, nichtsdestotrotz ist man zumindest mal dann abgesichert. Wir kommen jetzt zu der Frage, ob sich das lohnt. Also wenn man sich so die Sonneneinstrahlungsrate in Deutschland und Europa anschaut, überhaupt kein Thema. Ich glaube, sehe ich das, so kann ich mich, ja genau, also Deutschland ist diese Gelbtöne, die 1000 bis 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter, ich habe es mal gar nicht aufgeschrieben, weil es war halt, da rechts sieht man es genau, auf dem rechten Bild, Kilowattstunden pro Quadratmeter Sonneneinstrahlung. Kann man natürlich noch dazu rechnen, muss man noch dazu bedenken, dass die Solarpaneele einen bestimmten Wirkungsgrad haben, aber prinzipiell, Vorteile, Nachteile, ja. Also zum einen ist es dieses Ideal, ja, ich kann meinen eigenen Strom erzeugen, das ist halt, fühlt sich halt irgendwie cool an. Ich hatte Starbucks zu Gast bei mir, also vielleicht ein bisschen bekannter im Chaos-Umfeld, und als wir das zum ersten Mal angeschlossen haben und er war so begeistert, war cool, du kannst einfach mit diesen zwei Dingern Strom erzeugen und das, ja, wir leben in der Zukunft. Ja, so wie man das erste iPhone auspackt oder den ersten Laptop, den man selber kauft und aufklappt, und ja, irgendwie, wir leben in der Zukunft. Es ist natürlich auch praktisch, man spart Kosten, den ideellen Teil habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Nachteile, ja, ich wollte Plus und Minus noch drüber schreiben, aber na gut, müsst ihr euch denken, rechts sind die Nachteile. Man muss halt natürlich erstmal Geld in die Hand nehmen. Eine Frage ist halt, also dadurch, also systembedingt ist es halt so, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung hätte, da lohnt sich halt wahrscheinlich nicht, was hinzustellen, weil ich brauche eine gewisse Grundlast, damit meine Verbraucher meinen erzeugten Strom direkt verbrauchen. Ja, wenn ich halt in der Ferienwohnung das Ding auf dem Dach habe und da ist halt nichts, außer vielleicht, keine Ahnung, irgendwas im Standby, vielleicht der Kühlschrank, dann verschenke ich den Strom. Ist immer noch sehr besser als nichts, ja, und man macht andere Leute glücklich, aber im Großen und Ganzen muss man halt abschätzen, ob man das auch verbraucht. Weil, das habe ich schon erwähnt, die Überproduktion wird nicht vergütet. Aber diese ganzen Sachen machen natürlich eine Berechnung, wann amortisiert sich das, ja, wenn man aus diesem Blickwinkel hingeht. Sehr schwierig. Ja, rechnet sich das. Und jetzt fragen Sie sich sicher viele von euch, ja, jetzt sagt doch endlich mal, lohnt sich nicht? Ich bin halt ein Zahlenmensch. Ich mache hier bei der GPN die Finanzen. Aber ich kann euch diese Rechnung schön rechnen, ich kann sie euch schlecht rechnen.
Es sind so viele, es hängt von so vielen Variablen ab, dass ich dann sage, ja, die Unsicherheit ist so groß, dass ich kann euch sagen, wie es bei mir aussieht. Ja, also mir geht es nicht ums Geld. Ja, ich kann euch sagen, dass meine Anlage, die seit Februar hängt, aber weil ich noch, oder Ende Februar, also März, April, Mai, ich habe noch den Stecker, weil der Elektriker ist noch nicht vorbeigekommen, lange Geschichte, aber ich stecke tatsächlich morgens den Stecker rein und abends wieder raus. Ich habe gestern Nacht geguckt, ich hatte 93 Kilowatt erzeugt und ich habe im Keller geguckt, dass ich nur in Anführungszeichen 16 weitergegeben habe. Das heißt, ich habe 80% selber verbraucht. Ich weiß, weil ich da immer sehr viel, sehr, sehr tracke und ich habe sehr viele Geräte, einen kleinen Heimserver, ich verbrauche 10 Kilowatt pro Tag. Wir verbrauchen 10 Kilowatt pro Tag. Und naja, wenn ich, was habe ich gesagt? Ja, so 60 in 3 Monaten, also 20 pro Monat schaffe ich. Ja, also an Strom habe ich 20% gespart. 10-20%. Also okay. Wie gesagt, jetzt kann ich reinrechnen, was kostet mich der Strom, diesen 1 Euro, den ich mehr zahle, was ist aber, wenn es dunkel wird, was ist, wenn es verschattet wird. Also tatsächlich haben wir angefangen, die Waschmaschine nicht abends über Nacht laufen zu lassen, sondern vormittags, ja, damit, wenn die Sonne scheint, Waschmaschine verbraucht vergleichsmäßig viel Strom, zumindest punktuell, dass man es auch nutzt. Und wir arbeiten daran, das ein bisschen zu optimieren. Aber ja, ich weigere mich, euch jetzt zu sagen, oh, nach 2,73 Jahren hat es sich gelohnt, ja. Zumal, wenn ihr die Anlage, wir haben ja gesehen, die Preise sind ja so niedrig, ob die Anlage 500 oder 550 kostet, ist jetzt nicht so der große Sprung. Aber in dieser Rechnung wäre es ja nochmal 10% mehr Investitionen, die man wieder rauskriegen muss. Aber wenn ihr es mal selber rechnen wollt, es gibt von der European Commission ein tolles Tool. Ja, das kann ich euch, interaktive Demos ist immer so ein bisschen tricky, deswegen hier der Link. Da kann man halt wirklich alle da, es ist nicht besonders intuitiv zu benutzen, aber das Fazit ist, du klickst halt auf der Karte, wo du wohnst, welchen Winkel du dein Panel aufstellen kannst, in welche Richtung das Panel zeigt, und der rechnet halt mit einer Sonnendatenbank im Hintergrund, sagt, ja, du wirst durchschnittlich im Jahr so viel, meine Unsicherheit ist das, und wenn dein Strom so viel kostet, dann kriegst du sowas, und dann kannst du auch noch eingeben, was du gezahlt hast, und dann sagt er, ja, in 2 Jahren, also genau das, 2, 3, 5 Jahren. Ich bin der Meinung, in aller spätestens 5 Jahren ist es amortisiert auf jeden Fall. Im sonnigen Karlsruhe in 3 Jahren jemand, der viele Verbraucher hat, die 24 Stunden laufen, Switch und WLAN und Standby von dem und keine Ahnung und mein kleiner Server und was, der Drucker und sonst was, dass ich schätze, dass ich in 2 bis 2,5 Jahren die 500 Euro gespart habe. Wenn es mir darum ginge, dieses Geld zu sparen, wie gesagt, mir geht es weniger ums Geld, für mich waren die 500 Euro Investitionen einfach eine Investition und ich freue mich jeden Tag, wo die Sonne scheint und ich sagen kann, ah cool, ich habe 1 Kilowatt selber erzeugt. Ein weiteres Tool nennt sich Gyrocam, das ist fürs Handy, ja, da sind ja so viele Sensoren, da kann man halt irgendwie so hingehen, wo man die PV-Anlage hinstellen oder die Solarpaneele hinstellen will, im richtigen Winkel, und der sagt ja, ah ja, hier, okay, also deine Ausrichtung ist die und der Winkel ist das, und dann rechnet er halt das, was das andere Tool manuell macht, auch ganz viele Werte. Es gibt von der HTW Berlin auch einen Stecker-Solarsimulator, da kann man auch im Webinterface halt so ein paar die Eckdaten angeben, und dann rechnet er halt auch irgendwelche Sachen. Ich bin der Meinung, es lohnt sich sowieso. Ob es dann 5 oder 10 Jahre dauert, ich meine, das steht da halt und das nutzt sich ja auch nicht wirklich ab. Ja, und deswegen denken zurück an das chinesische Sprichwort, in 20 Jahren habe ich auf jeden Fall Geld gespart. So, jetzt kommen wir mal zu einem Zwischenstandserfassung. Ihr solltet nun wissen, was ein Balkonkraftwerk ist. Ihr solltet nun wissen, dass man das haben will. Habe ich denn jemanden jetzt umstimmen können oder die Leute, wart ihr alle schon begeistert? Wer wollte denn vorher eins und will jetzt recht eins? Na, okay, ein paar Leute, immerhin. Jetzt gilt es dann nur noch zu klären, das will ich euch noch in den letzten 20 Minuten mitgeben. Ja, okay, jetzt, ich will eins, ich wollte sowieso schon eins und jetzt weiß ich noch viel mehr und jetzt habe keine Hürde gesehen, die für mich unüberwindbar ist. Wie mache ich das jetzt? Ja, was braucht man? Man braucht halt einen Aufstellort. Ja, ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, kein Balkon, keine Außenwand, der Vermieter ist ein bisschen stressig. Ja gut, tut mir leid, dann hast du verloren. Aber vielleicht kannst du ja mit deiner Familie sprechen oder mit deinen Freunden oder mit den Nachbarn oder sonst wem. Also
auch wenn du andere Leute überzeugst, ist es ja auch schon mal ein noch kleinerer Schritt, aber immerhin etwas. Also wenn man einen Ort hat, dann will man gucken, dass man die Ausrichtung passt und ist da Schatten, ja, habe ich das Kleingeld, um mir das Ding zu kaufen und ja, das ist ganz praktisch, wie gesagt, ich arbeite noch dran, habe ich eine Außensteckdose. Die Kurzversion ist, aufstellen geht immer über nicht aufstellen. Also auch wenn ich was habe, was in einem schlechten Winkel, an einem schlechten Ort mit ganz langer Verschattung, dann dauert es halt länger, bis sich der Preis amortisiert, aber ich habe das Ding. Irgendjemand fragte mich auch so, ja, aber was ist denn, wenn du umziehst? Und ich so, naja, dann schraube ich das Ding ab und nehme es in eine neue Wohnung. Ja, aber was ist, wenn du das da nicht aufstellen kannst? Ja, dann verticke ich es auf eBay und habe meine Investition wieder drin. Ja, also es ist, ja, es sind 500 Euro, wie gesagt, ist nicht wenig Geld. Aber wenn man es nicht aufstellt, dann hat man sicher nichts davon. Bei der Ausrichtung, ich habe es euch wirklich einfach gemacht, ja. Der Azimut ist also die Himmelsrichtung, so Süden wie möglich, ja. Hier ist, kann man natürlich dann dieses tolle Schaubild konsultieren. Neigung, so 35 Grad wie möglich. Ja, wenn ich einmal zurückgehe, ich dachte, das, Entschuldigung. Ne? Bei diesem Bild sieht man rechts, links die Himmelsrichtung. Ja, die Mitte ist 180 Grad des Süden. Und der Winkel ist, ich glaube, das ist tatsächlich so für Deutschland gedacht. Ja, das hängt natürlich auch von dem geografischen Lage ab. Aber in Deutschland so zwischen 30 und 40 Grad. Aber wenn es 90 sind, weil man es an die Wand klebt oder dübelt am besten, ist dann doch ein bisschen schwerer, oder halt auf den Boden legt, auf dem Dach, ja, weil man ein Flachdach hat, das ist alles kein Thema. Und das soll halt eben dieses Bild ja auch ein bisschen verdeutlichen. Alles andere ist halt auch gut. Ja, natürlich, die schräge Richtung Süden ist 100%, aber halt eben flach auf dem Dach ist 90%. Also das, da brauche ich keine Halterung. Ja, da will man vielleicht irgendwie das beschweren, dass er nicht wegfliegt. Senkrecht an der Wand 70%, senkrecht an der Wand und Richtung Westen gucken oder Osten habe ich immer noch 50%. Ja, und dann sind meine 2,5 Jahre, von denen ich bei mir privat jetzt sprach, ja, dann sind es halt doch wieder 5. Aber wie gesagt, das ist ja komplett wartungsfrei. Denkt dran, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Dann halt heute. Wer gemein ist, ist die Beschattung, ja, also Teilbeschattung ist der Endgegner. Das liegt ein bisschen darauf, die Zellen sind so aufgebaut, ja, dass es diese Bypass-Dioden gibt. So sind die aufgebaut, aber viel interessanter ist das hier, einfach um zu verdeutlichen. Ich habe tatsächlich ab 17 Uhr kommt dann halt der eine Baum, fängt dann an, einen Teil eines Panels zu verschatten. Zum Glück nach der mittleren Variante. Und dann weiß ich halt so automatisch, auch wenn nur dieser eine kleine Teil verschattet ist, verliere ich von dem Panel ein Drittel der Power. Aber was man dann eben entsprechend tunlichst vermeiden sollte, ist der rechte Fall, dass halt irgendwie der Schatten dann irgendwie von unten oder von oben, ja, dann lieber halt das Panel 90 Grad drehen und versuchen so aufzuhängen, dass man die Verschattung anders hat, weil sonst produziert er gar nichts mehr. Das zweite Panel ist davon, also wenn man die unterschiedlich verschattet hat, das ist ja auch ganz oft so, ist davon nicht betroffen, aber wenn man so ein Panel hat, 300, 400 Watt, pro Stück. Wie gesagt, die Kappung ist ja eh bei 600. Aber wenn eins ausfällt, dann kriegt man die 600 schon allein nicht mehr hin. Irgendwas war mir gerade eingefallen. Na gut. Ja gut, die Quellen sind ja auch alle da. Was empfehle ich euch zu kaufen? Ja, naja, also zwei Solarpaneele. Man will bei den Solarpaneelen so viel wie möglich. Also ich glaube, der aktuelle Stand der Technik, ohne dass man oder ohne dass es exponentiell teurer wird, sind 455 Watt. Meine haben 430 oder 415 pro Stück, weiß ich gar nicht mehr. Ist mir dann auch egal. Aber dann denke ich, ja, okay, aber 2 mal 455, das sind ja 910. Naja, aber wenn die Paneele mehr können, ja, der Wechselrichter kappt das dann auf 600, weil das ist ja die aktuelle Grenze. Aber wenn es ein bisschen diesig wird und ich 10% weniger Sonnenstrahlen auf das Ding treffen, dann habe ich immer noch statt den 900, habe ich dann 800 und dann sind ja immer noch mehr als die 600, also kann ich immer noch 600 voll nutzen. Und jetzt hatte ich euch ja vorhin gesagt, dass der VDE ja jetzt so langsam auch von den 600 Watt abkommt und auf die 800 gehen will. Naja, und deswegen, wenn man ein bisschen schlau ist, dann guckt man sich an und informiert sich, welcher Wechselrichter kann ich per Software oder per Firmware voll legal oder vielleicht nicht ganz so voll legal, aber wir sind ja hier eine Hackergemeinde. Die Geräte, also als man die aufgeschraubt hat, hat man gesehen, dass viele Geräte, egal wie viel Leistung oder
so 3-4 Größenordnungen alle gleich aufgebaut waren. Und dann hat man halt in der Firma ein paar Werte geändert und dann hat man gemerkt, so, oh, mal, der kann jetzt plötzlich 800 Watt. Also ich empfehle nicht, das illegal auf illegalen Wege zu machen, aber wenn man sich jetzt sowas kauft und man weiß, okay, diese Änderung könnte kommen, dann brauche ich nur noch eine Firma-Upgrade machen und ich kann statt 600, 800 Watt produzieren. Ich würde euch empfehlen, guckt euch um, wo es ein lokales Angebot gibt, weil das war auch lange Zeit meine Hürde. Diese Dinger sind halt sperrig und schwer, sind nicht besonders hoch, aber sperrig und schwer. Versand von so zwei Solarpanelen liegt bei 80 bis 130 Euro. Und wenn ich halt 500 Euro zahle für das Angebot und dann nochmal 130 Euro Versand zahle, das ist dann ärgerlich. Deswegen hatte ich vorhin auch dieses Aldi-Prospekt und Lidl-Prospekt gezeigt, einfach um zu zeigen, ja, also sogar dort kann man es kaufen. Man muss gar nicht weit reisen oder sich das schicken lassen. Aber selbst dann, besser ein schlechteres System. Also unsicher sind die alle nicht, ja, sonst würden sie nicht in Deutschland verkauft werden dürfen. Vielleicht ist er nicht optimal, vielleicht kann er nicht 120% von dem, was ich will. Aber wie gesagt, besser schlecht als keins. Bei den Erweiterungsmöglichkeiten, ja, das ist die 800 Watt, habe ich schon erzählt, muss man halt natürlich bedenken, ja, wenn man sich diese Kurve anschaut, ja, das ist so ein bisschen so der Verlauf von der Erzeugung, ja, über die Zeit und jetzt ist grün eine 600 Watt Anlage, ja, die fängt an einem Strom zu produzieren und irgendwann wird es gekappt, weil die Paneele mehr können, ja, aber der Wechselrichter kappt es. Und wenn man 800 Watt hat, dann ist dieser Zeitraum, also man gewinnt ja nur diese kleine Fläche da oben. Ja, ich brauche von vorhin Integralen nichts erzählen, ja, aber diese obere Fläche ist der Zugewinn, die ist sehr klein, ja, ich weiß auch nicht, wie akkurat das jetzt diese Breite ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen so gestaucht ist, dass es aussieht, als ob es ganz besonders wenig ist, aber ja, es ist tatsächlich prozentual nicht besonders viel. Meine persönliche Meinung ist, ich will sie trotzdem mitnehmen, die Frage ist eher, verbrauche ich selber den Strom oder verschenke ich den, ja, weil ich muss ja dann 600 bzw. 800, wenn jetzt die Sonne scheint, auch selber verbrauchen, damit ich halt 100% Eigennutzen habe, wenn man darauf steht und unbedingt das Eigennutzen sein muss. Und ich weiß, dass mein Server und wenn ich am Rechner sitze, meine zwei Monitore und dies und jenes, also ich weiß, dass meine Geräte im Standby verbrauchen 40, 50 Watt, mein Server auch nochmal 80. Und wenn ich halt die zwei Monitore anschalte, ja, dann bin ich halt schon bei 300, 400 Watt. Ja, also ist nicht alles einzeln gemessen, aber halt einfach, ich habe mal so ein bisschen was durchgemessen, um ein Gefühl dafür zu haben. Und deswegen weiß ich, dass also locker 200 Watt, die ziehe ich einfach so. Und dann ist ja für mich ja eigentlich schon so für diese Standby-Sachen oder diese Hintergrundsachen 600 Watt ja schon überdimensioniert. Und deswegen meinte ich vorhin, deswegen Waschmaschine vormittags anmachen, die Spülmaschine sobald die Sonne scheint, alles machen, was Strom frisst. Ja, also es ist natürlich eine Erweiterung, muss man sich, also ich würde jetzt nicht, das ist glaube ich, dass es sich vermitteln will, ich würde jetzt nicht Millionen Gelder dafür aufwenden, die 800 Watt zu haben statt 600, aber warum nicht? Eine coole Erweiterung ist halt eher, wenn man Strom speichert, ja, dass man das dann nicht in Anführungszeichen verschenkt und der Community weitergibt, sondern das dann selber abends, nachts zum Beispiel verwenden kann. Es gibt auch ein sehr cooles Produkt. Ich will jetzt gar nicht Werbung machen für dieses Produkt, aber es ist einfach diese technische Lösung, die ist halt, ich will euch einfach zeigen, es ist so einfach. Ja, das ist, wir sehen hier links kommen die Kabel von den Solarpanelen, rechts ist die Steckdose und der Wechselrichter und in der Mitte sind diese zwei Elemente, einmal diese Steuereinheit und einmal dieses Batterieding, was man auch erweitern kann mit so einzelnen so Kofferchen, die man da reinstöpseln kann. Ja, steht noch mehr Zeug auf dem Balkon. Das Problem ist halt der Preis. Ich glaube, die Größenordnung von diesem, wenn man dem hier abgebildet ist, 2000 Euro rum, 1,6, 2,4, je nachdem, wie viele Module man da haben will. Und dann ist die Frage, diesen Strom, den ich nicht verbraucht habe, den ich verschenke, ja, ich habe euch gesagt, bei mir waren es in 3 Monaten 16 kW, das ist so wenig, ich würde die Batterie wahrscheinlich, also ich in meinem Fall würde diese Batterie nie voll kriegen, außer ich fahre eine Woche in Urlaub. Aber dann würde ich sie über eine Nacht dann wieder leer kriegen und dann müsste ich wieder in Urlaub fahren, um die wieder voll zu kriegen. Das heißt,
coole Sache, lohnt sich nicht. Wenn man natürlich, komplett andere Geschichte, wenn man mehr macht, ja, wenn man mehr Paneele, größere Fläche, eben dann vielleicht auch kein Plugin, sondern halt eine richtige Anlage, aber dann könnte man statt einen Stromspeicher sich zu kaufen, sich auch ein Elektroauto kaufen, ja, weil das ist ja auch nichts anderes als eine Batterie. Ja, bei meinen Schwiegereltern geht es halt in die Richtung, dass sie halt jetzt das PV an ihrem Hybridauto so, ja, über ein paar Umwege aber angeschlossen haben. Und dann ist das Auto praktisch die Batterie, die halt das speichert. Wenn natürlich tagsüber die Sonne scheint und das Auto ist unterwegs, ja, dann ist die Batterie halt weg. Kann ich die Batterie auch nicht laden. Ja, ein bisschen, muss man noch ein bisschen optimieren. Aber für so technische Sachen, gerade bei Stromspeicher, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Björn gestern diesen Vortrag gehalten. Also wärmste Empfehlung. Wenn man die Möglichkeiten hat und über Flächen verfügt, kann man die einfach überdachen. Es gibt halt so ein paar Konzepte, ja, wenn jemand auf Google Maps guckt, wie viele Flachdächer gibt es in eurer Umgebung, in jeder Stadt, warum ist nicht überall ein Panel drauf? Sicher wird es bei einigen statische Gründe haben, aber ich bin der Meinung, man könnte viel mehr machen. Ich bin super begeistert, deswegen will ich das mal erwähnen. Es gibt Parkhäuser, die inzwischen einfach oben auf der obersten Ebene halt dann einfach so auf Pfosten halt dann Überdachung machen, weil du hast da eine Riesenfläche, kannst ganz viele Paneele. Bei einem Parkhaus nach oben hast du auch keine Verschattung, weil, außer es ist ein Hochhaus in der Nähe, aber direkt gegenüber, aber das ist meistens ja auch nicht. Und dann hast du eine Riesenfläche an einfach zu erreichen, einfach aufzubauen und die Autos, die da parken, sind plötzlich auch ein bisschen wind- und wettergeschützt. Ja, also Win-Win. Und ich habe gesehen, dass es in Karlsruhe gibt es ein, zwei Autohäuser und Parkhäuser, die das haben. Und ich finde das so genial und ich würde am liebsten irgendwie die Möglichkeit haben, da in diese Zukunft zu investieren. Was man auch haben will oder haben kann, ist so ein bisschen, Entschuldigung, ja, neues Gerät, hat ein bisschen geprellt. Nein, ich will noch nicht, nein, hier waren wir, Entschuldigung. Messen, ja, wie gesagt, ich habe es vorhin nur erwähnt, das macht süchtig, dass man dann guckt und eigentlich so, und wie viel mache ich jetzt, und wie viel mache ich jetzt? Oh, jetzt ist eine Wolke, oh, jetzt ist es ja ganz nach unten gegangen, ja. Aber das ist schon ganz interessant, immer zu wissen und einen Blick drauf zu haben. Was man auch machen kann, das ist jetzt nicht eine Erweiterung, sondern eine Reduzierung, wenn man den Platz nicht hat oder die Möglichkeiten oder das Geld nicht, einfach nur ein Panel. Wie gesagt, wenn man ein Panel hat, was 400 Watt kann, das Ding kappt, der Wechselrichter kappt bei 600, naja, aber 400 Watt, da kann ich halt viel Standby-Geräte haben. Dann habe ich auch ganz schlechtes Gewissen, wenn halt einfach mein Fernseher die ganze Zeit im Hintergrund läuft, ja. Genau, und jetzt kommt die Frage, warum hast du noch keins? Jetzt kam vor wenigen Tagen, habe ich dieses Schaubild entdeckt, wo jemand sich hingesetzt hat und hat geguckt, das ist nicht wie viel PV ist, sondern der jährliche Zuwachs an PV-Kapazität weltweit. Die schwarze Kurve ist, wie viel jährlich Zuwachs, und ihr seht, jedes Jahr steigt mehr als im Vorjahr die installierte Kapazität, und diese ganzen Wirtschaftsweisen und Prognosen und so weiter und so fort, die sind alle extrem nicht optimistisch. Und ich kann jetzt sagen, ein Pünktchen da auf dieser schwarzen Kurve ist meins auch. Deswegen werde Teil der Revolution. Selbst 300 Watt an einer Wand, die ein bisschen verschattet ist, hängend, ist besser als nichts. Überzeugt eure Freunde, Familie, Bekannte. Ja, erstmal baut es bei euch, dann macht ihr einen Vortrag, wie hier, und dann könnt ihr weitere Leute überzeugen. Ich habe jetzt mal hier die Links hingeschrieben, die Folien werde ich dann ja auch veröffentlichen. Ich bin irgendwie immer wieder auf diese drei Quellen gekommen. Ja, das erste ist ein sehr langes Dokument, aber wenn ihr das gelesen habt, ich glaube, es sind so 10, 20 Seiten, wenn ihr das gelesen habt, dann könnt ihr den Vortrag noch besser halten als ich heute. Bei dem zweiten sind auch immer sehr viele schöne Schaubilder und es ist ein bisschen strukturierter. Und bei Consolar ist es ein Verein in Freiburg, die super geile Sachen machen und super geile Ideen haben und auch eine Petition, vielleicht habt ihr von der gehört, die auch tatsächlich das mit dieser 800-Watt-Grenze vorangetrieben haben, aber die haben halt auch eine Menge Ressourcen und ich könnte euch noch so viele Sachen zeigen und coole Ideen und Konzepte und wie man
Probleme lösen kann. Oh, ich habe keinen Platz. Haben Leute einen Tisch gebaut? Ja, auf dem Balkon steht ein Tisch, weil das ist ein relativ kleiner Balkon. Und wenn man nicht am Tisch sitzt, kann man, und das ist ein Solarpanel, und wenn man nicht am Tisch sitzt, kann man den sogar anwinkeln, dass er halt dann noch einen optimaleren Winkel hat. Ja, also super geile Idee. Ja, man braucht ein bisschen Kreativität. Und genau, das waren so die Quellen, die ich immer wieder gefunden habe. Deswegen dachte ich, ich gebe es euch mit. Und damit bin ich aber auch schon durch. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit und stehe euch für Fragen zur Verfügung. Mein Engel kommt. Oder mein Troll. So. Genau, jetzt geht das Mikro auch. Gerne Fragen. Hier meldet sich auch schon jemand. Ich wollte noch kurz sagen, wir können gerne hier allgemeine Fragen. Wenn ihr konkrete Fragen habt zu eurem Spezialfall, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich bin vielleicht ein bisschen eingespannt zeitlich, aber ich nehme mir gerne die Zeit, um auch mal einzelne, also punktuellere Fragen, die halt ein bisschen enger gefasst sind. Aber bitte. So, auch nach dem Talk, ich bin vom Balkon Solarverein, der da stand, könnt ihr mich auch noch fragen. Hallo, erstmal super Vortrag. Ich wollte gerne ein Wort ergänzen, was mir so minimal gefehlt hat, und zwar Homeoffice. Viele Leute sitzen daheim den ganzen Tag, wenn die Sonne scheint, vor dem Computer und verbrauchen Strom. Und man macht sogar noch den Rollladen zu, damit sie vorne nicht reinscheint. Danke, ja, du hast recht. Ja, also dieser Hintergrundverbrauch ist gestiegen durchs Homeoffice. Gleichzeitig sind die Strompreise nach oben gegangen. Also eigentlich gibt es immer nur mehr Argumente, um sowas zu haben. Da hinten meldet sich noch jemand? Ja. Ja, vielen Dank für den Talk. Du wohnst ja jetzt auch im Versorgungsbereich von den Stadtwerken Karlsruhe Netzservice. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, ob die auf den WLAN-Stecker bestehen oder ob für die Schuko genauso in Ordnung ist. Also, wer soll das denn kontrollieren? Also ich kann euch sagen, es kommt niemand zu euch nach Hause. Ja, also das passiert nicht. Es ist alles nur Formular ausfüllen. Das größte Problem, was ich mit den Stadtwerken Karlsruhe hatte, war, dass ich habe das Formular geschickt und dann wollte ich mich anmelden beim Marktdatenstammregister. Ein Wort ist zu viel, bei diesen Dings anmelden. Und die haben dann immer gesagt, so, ja, aber du brauchst eine Nummer. Und ich so, welche Nummer? Und dann habe ich da angerufen und die Stadtwerke meinten so, ach so, ja, natürlich, wir vergeben eine Nummer, wir teilen sie nur nicht mit. Ich dachte. Und dann meinte die nette Dame, ja, also in letzter Zeit, sie rufen ganz viele Leute an und wollen die Nummer haben. Und ich so, ja, vielleicht solltet ihr mal euer System ändern und halt eine Eingangsbestätigung mit dieser Nummer. Aber das war ein bisschen verwirrend, mehr als irgendwie was anderes. Aber das war, wie gesagt, auch bei, ich weiß nicht, ob es Glück war, aber bei mir haben sie, ich habe angerufen, meinen so, ah, ich brauche einen neuen Zähler. Dachte, ah, jetzt das kommt der Techniker in 3 Monaten. Und sie, ja, ich gucke mal einen Termin. Haben Sie denn morgen um 10 Zeit? Und ich so, ja, okay. Also das war super easy und hat mich auch nichts gekostet. Ich gehe davon aus, dass es woanders hoffentlich ähnlich ist. Wenn ihr woanders wohnt, vielleicht als kleiner Tipp, das habe ich nicht erwähnt in dem Vortrag, es gibt auch immer mal wieder Gemeinden und Kommunen, die halt das fördern. Ich glaube, diese Woche habe ich gelesen, dass es in Bochum, dass die halt Anlagen bis 600 Watt und so weiter bis zu 400 Euro bezuschussen. Ja, aber wenn es 500 Euro kostet, dann kriegst du halt eigentlich die ganze Anlage für umsonst von der Stadt. In Freiburg gab es das, glaube ich, auch schon mal. Da ist es aber ausgelaufen. Von Karlsruhe weiß ich nichts. Ich habe jetzt nicht davon profitiert, aber kann man sich auch mal schlau machen. Immer noch? Na, okay. Besser als nichts. Amortisiert, hast die Hälfte schon weg. Bitte. Ich wollte fragen, du bist ja jetzt total busy über die Tage. Also cool zu wissen, dass man auch auf dich zugehen kann. Aber wie wäre es denn, wenn wir vielleicht noch so uns auf einen Termin verabreden für betreutes eBay-Klicken oder so? Also weil ich persönlich fühle mich da völlig überfordert mit den 1000 Zahlen und Kennziffern und so, die da, also die ein oder anderen habe ich schon verstanden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Verkäufer gibt einem auch andere Werte, also nicht andere Zahlen, aber andere Sachen. Und ich weiß gar nicht, was davon eigentlich relevant ist oder nicht. Und eben, da es ja dein Anliegen ist, dass wir uns jetzt alle hier fleißig klingen,
wäre das doch vielleicht ganz cool. Also, weil ich würde dann auf den Button kaufen drücken, auf jeden Fall. Super Idee. Meine Kontaktdaten stehen ja drin. Ganz am Anfang haben sich die Leute gemeldet, die schon sowas haben. Vielleicht können die ja dann auch nochmal Beratung geben. Da hinten meldet sich jemand ganz begeistert. Willst du die Session organisieren oder hast du schon Ideen? Guck mal, das ist ja jung. Ja. Bevor ich es weitergebe, noch kurze Frage. Wie lange ist diese Mehrwertsteuerbefreiung eigentlich noch? Weißt du das? Ich weiß nur, dass sie in Kraft getreten ist. Ah, okay, da also gibt es keine ETA. Ich hoffe mal, dass solange wir eine grüne Regierung haben, das auch so bleibt. Im Moment bis 31.12. Ah, danke für den Stream. Bis 31.12. Da wurde gerade eingeworfen. Ja, also erstmal vielen Dank für den sehr inspirierenden Vortrag. Bei einem Entropia Solar Workshop wäre ich definitiv dabei. Aber meine Frage ist eigentlich eher der Verwaltungsaufwand und die Zeitdimension. Also jetzt angenommen, ich würde jetzt auf die Idee kommen, sofort loszulaufen. Ich gehe zum Lidl, hole mir die Solarpaneele, klatsch sie an den Balkon. Aber dann muss ich ja noch ganz viele Formulare ausfüllen und Dinge beantragen. Und wie lange ist da die Vorlaufzeit, bis ich es wirklich benutzen darf? Oder ist das eher so ein Fall von, mach doch einfach, so gefährlich ist das nicht, da guckt so schnell keiner drauf. Die 4 Wochen, bis alle Formulare durchgelaufen sind, hat man schon. Also ich bringe mich jetzt mal ein bisschen in die Bredouille, weil ich habe das Ding gekauft, habe es hingestellt. Also du musst halt einfach hinfahren, dann musst du ein ausreichend großes Auto haben, weil die sind nicht, also mir hat es gerade so reingepasst in Kangoo, da muss man das die Treppen hochtragen und die Dinger wiegen viel und dann muss man es hinstellen und dann natürlich braucht er noch ein Kabel, bin auch nochmal zum Baumarkt gefahren und dann wollte ich halt irgendwie gucken, ob es funktioniert, weil ich muss ja sonst beanstanden und dann habe ich es halt angestöpselt und habe angefangen Strom zu produzieren. Ich dachte ja, ich habe ja dieses tolle Smart-Digital-Ding im Keller, ja, das ist ja schon richtig und als ich habe das Formular ausgefüllt, dahingeschickt und gesagt mir, ja, aber Sie haben ja gar keinen Zwei-Richtungszähler. Und so, lalala, wusste ich gar nicht. Also tatsächlich, ich habe es bei mir aus Versehen 1, 2, 3 Wochen in Betrieb gehabt, bevor dann der Zähler da war. Und erst als der Zähler war, hatte ich die Nummer. Und dann hat es mit diesem, mir fehlte diese Zahl und ich wusste nicht, dass mir diese Zahl fehlt, aber das System hat mir immer wieder rausgeschmissen. Hat es auch nochmal irgendwie 1, 1,5 Wochen gedauert. Also tatsächlich, ich hatte es unabsichtlich ein paar Wochen im Betrieb, ohne dass es besonders richtig war. Aber nein, es ist ja nicht so, als ob irgendjemand kontrolliert. Deswegen ist auch, je nachdem, wie man fragt, das darf nur ein Techniker machen oder ein Elektriker, oder nein, es muss nicht abgenommen werden. Es ist natürlich sinnvoll bei allen Strom, gerade bei Strom und Wasser und Gas, dass es jemand macht, der weiß, was er tut. Die meisten hier, behaupte ich, im Chaosumfeld haben ja ein bisschen eine technische Begabung. Wenn man es sich zutraut, dann, wie gesagt, diese Stecker sind ja auch so gemacht, dass man nicht besonders viel falsch machen kann. Wenn man es sich nicht zutraut, würde ich sagen, holt euch jemand, der sich zutraut, am besten eine Fachkraft, findet mal einen Elektriker, das ist dann der Nachteil. Ich wusste halt, dass das mit dem WLAN halt, ja, es ist eine Empfehlung, aber dann hatte ich verstanden, dass es eben kein Gesetz gibt und eben, wer soll das... Es wird sicher nicht passieren, dass dann die Polizei klingelt und die machen eher eine Hausdurchsuchung, als dass sie euren WLAN-Stecker prüfen. Ja, also deswegen, und wie gesagt, ich hatte ja auch diese Angst, als ich mich nie auskannte, ja, aber da kommt ja tatsächlich Strom raus. Dann ist mir klar geworden, ja, nee, da kommt, also da kann man sich nicht verletzen. Außer es ist ein Defekt in der Anlage. Ja, aber wenn ich von Defekt in der Anlage ausgehe, dann kann ja die Hauselektrik ja schon kaputt sein. Und das ist das größere Problem. Das Einstecken selber, wie gesagt, ist nur die Zeit, bis man es hängt. Bei mir hängt es ja noch nicht, ja, also bin ich schon fertig oder nicht? Aber das geht schnell. 2 Stecker anschließen, einen anderen Stecker anschließen und das war's. Diese Anmeldung, ja, wenn gerade Feiertage dazwischen sind, dauert es ein paar Tage länger. Aber ich denke, wenn keine Fuck-ups passieren, dann ist man das locker, diese 2 Formulare, die man ausfüllen muss, in der Woche durch. Wenn ich eine Inselanlage baue, wann muss ich irgendjemandem Bescheid geben? Bei einer Inselanlage, ich kenne mich da deutlich weniger aus, aber nein, weil du störst ja niemanden. Ja, ich kann mich ja auch aufs Fahrrad setzen und da irgendwie erzeuge ich ja auch Strom mit dem Dynamo und dann mache ich Licht, muss ich auch niemanden anmelden. Ich würde sagen, noch eine Frage und dann den Rest gerne danach. Aber merkt euch die Fragen gerne und genau. Ihr wisst, wie ich aussehe. Ich habe mein Blumen-T-Shirt an. Diese 600 Watt,
sind die Begrenzungen quasi ab dem Wechselrichter? Weil du hattest ja gesagt, mit Batteriesystemen lohnt sich wahrscheinlich eher weniger, aber wenn ich jetzt noch mehr Solarpanel hinstelle und die Batterie und das miteinander dimensioniere und den Grundbedarf nachts habe, die 600 Watt, dann kann ich es doch gut nutzen, oder? Ja, also ich überlege gerade dieses tolle Werbebild, ja, wo dieses fertige System mit ganz wenig Kraft, wenn ich da dran jetzt nochmal, ich sag jetzt, übertreibe jetzt mal, 5 Paneele dranhänge statt 2 oder 10, dann würde ich die ganze Zeit die Batterie aufladen und könnte es nachts nutzen. Ja, dann würde es Sinn machen, dann würde es Sinn ergeben. Das Wichtige oder die Beschränkung ist halt, dass der Wechselrichter in das Hausnetz und halt entsprechend potenziell auch ins Stromnetz 600 beziehungsweise hoffentlich sehr bald 800 Watt einspeisen kann. Was davor passiert, ist allen egal. Du kannst, wenn du Bedarf hast oder die Technik hast und einen Gleichstrom-Schaltkreis für irgendwas, irgendein Bastelprojekt hast, kannst du es ja auch direkt vom Solarpanel abgreifen. Ja, aber eben auf der Wechselrichter, und deswegen ist das ja das, was kontrolliert wird, in Anführungszeichen. Vorhin kam ja die Frage, ob das mit dem WLAN-Stecker. Es ist wohl so, dass mal gefragt wurde oder dass Gemeinden danach fragen, nach der CE-Zertifizierung von dem Wechselrichter, dass man die dann mit der Anmeldung der Anlage mitschicken muss. Weil die wollen halt wissen, ist dieses Ding wirklich begrenzt? Und da wird es halt wichtig, eben was ab dem Wechselrichter Richtung Netz geht, das ist da, wo man dann nicht pushen sollte. Aber davor kannst du gerne kreativ sein. Sollte niemanden stören. Deswegen ja, wenn man halt den Platz hat für mehr Paneele und die Batterie vorschaltet, dann why not? Genau, also ich möchte noch ganz kurz dazu anmerken, dass von all den Menschen in Deutschland, die ein Balkonkraftwerk besitzen, ungefähr 20% das überhaupt angemeldet haben. Ach was. Also ein Freund von mir, Andreas, der Akkudoktor, vielleicht kennen manche von euch den auf YouTube, der hat da mal eine Umfrage gemacht. Mit ihm war ich auch in Berlin für die Petition. Wenn sich jemand von euch noch für die politischen Rahmenbedingungen, die sich tatsächlich jetzt dann ändern werden, interessiert, fragt mich auch gerne. Da waren wir auch diese Woche im BMWK eingeladen. Hab da so ein paar frische Infos für euch noch. Gerne dann danach. Und Nicola ist auch noch für Fragen heute die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwo hier unterwegs. Jetzt so langsam müssen wir den Platz hier wieder freimachen für die nächste Veranstaltung. Danke fürs Dasein, danke für deinen super spannenden Gerne. Vortrag. Genau. Schönen Tag noch. Applaus